Christus, unser hoher Priester, hat sich um unseretwillen dem Vater dargebracht. Bist du bereit, dich Christus, dem Herrn, von Tag zu Tag enger zu verbinden und so zum Heil der Menschen für Gott zu leben? Mit Gottes Hilfe bin ich bereit. Jedes Jahr am Festtag Peter und Paul ist Priesterweihe in Passau. Heuer kann sich das Bistum über einen jungen Mann freuen. Magnus Pöschl aus Neureichenau. In einer feierlichen Weiheliturgie hat ihn Bischof Stefan Oster im Stephansdom zum Priester geweiht. Weiheversprechen, Allerheiligenlitanei, Handauflegung durch Bischof und Priester und ausdeutende Riten. All das gehört zum Weiheritus. Das Anlegen der Priestergewänder, die Handsalbung, das Überreichen von Kelch und Patenen und die Umarmung schließen den Ritus ab. Behüte dich, erstärke dich in deinem Dienst, das Volk Gottes zu heiligen und Gott das Opfer darzubringen. Empfange die Gaben des Volkes für die Feier des Opfers. Bedenke, was du tust, ahme nach, was du vollziehst und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Friede sei mit dir. Nach diesem großen Tag der Priesterweihe geht es in seiner Pfarrei weiter. Magnus Pöschl feiert seine Primiz tags drauf am Sonntag, 30. Juni, in Neureichenau.